was wir machen, ist wirklich das auf Tissue-Level zu messen. Man kann jetzt wirklich sagen, mit dieser Uhr kann man erkennen, dass Organe in unserem Körper unterschiedlich schnell altern. Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch altert anders. Und wo es dann wirklich darum geht, wir können das effektiv messen, da muss, glaube ich, auch der ganze Longevity-Bereich hin. Da sind wir natürlich am Anfang einer riesengroßen Bewegung und wir sind natürlich da very, very excited about. Wenn wir wissen wollen, wie wir ganz lange, ganz fit und ganz gesund bleiben können, dann sollten wir herausfinden, wo sind eigentlich unsere Schwachstellen fürs Altern? Also unsere Achillesfersen sozusagen. Was ist da, was mich richtig alt macht? Wie können wir das aufspüren? Indem wir das Alter unserer Organe messen. Und da hat letztens ein Paper, also eine Publikation in dem renommierten Wissenschaftsmagazin Nature für Aufsehen gesorgt. Das kam aus dem Institut des Neurologen Professor Tony Wiscaray. Und die haben gesagt, hey, wir können wirklich das Alter von Organen messen, von 11 Organen. Also das heißt, von dir, von mir, von uns allen. Ich freue mich, den Mitbegründer des zugehörigen Startups, das heißt Teleomics, hier bei mir befragen zu dürfen. Und das ist Markus Okumus. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo. Vielen Dank, Nino. Happy to be here. Du hast unheimlich viel Erfahrung. Du bist die Hälfte des Jahres in San Francisco. Bist sehr erfahren im Investieren in Startups. Jetzt erstmal Teleomics. Teal heißt Türkis. Warum? Der Name ist entstanden, als Tony und ich ganz am Anfang darüber diskutiert haben, eine Unternehmung aufgrund seines Research zu gründen. Und vieles des Researches basiert auf dem Alterungsprozess, den du beschrieben hast, wenn es um Organ-Aging geht. Und den Verlauf dieser Alterung, also wenn man so eine, dann sieht man wie eine Heatmap eigentlich von den Proteinen, wie sich die verändern über die Alterung. Und das fanden wir so eine schöne Anekdote, den Verlauf der Farben, also wie die eine das Grün ins Blau merged. Zum einen, zum anderen die Alzheimer Foundation verwendet auch Türkis oder Teal als Farbe und Alzheimer natürlich ist ein Riesenthema, wenn es um Aging geht. Und da fanden wir, das ist ein super Name. Ja, ich muss gerade an meinen Besuch bei Tony Wiscaray in seinem Institut in Stanford denken. Da hat er uns eine Präsentation gezeigt über Teleomics, beziehungsweise über die Forschungsergebnisse. Und dann war das auch tatsächlich, die Grundfarbe war blau und es changierte tatsächlich, es gab auch gelb und rot, aber nur ganz wenig dieser Farbstriche. Es war meistens blau-türkis und natürlich unglaublich spannend, daraus lesen zu können, wie alt unsere Organe sind. Ist auch revolutionär und neu. Aber vielleicht erstmal zu dem, wo wir herkommen, nämlich zu den Alternsuhren, das ist ja auch eine Altersuhr, was ihr bei Teal habt, zu den Alternsuhren, die bisher genutzt wurden und die schon vor 10 Jahren auch wirklich eine Revolution waren, die epigenetische Uhr von Steve Horvath, die misst aber anders. Die misst ja die Zellen im Blut. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was die epigenetische Uhr misst. Wir müssen da nicht in die Tiefe gehen. Im Vergleich zu dem, was Teleomics misst. Ja, also ich glaube grundsätzlich, die epigenetische Uhr misst ja eigentlich eine DNA-Veränderung im ganzen Körper. Wir haben ja auch, Nina, schon bereits darüber gesprochen, dass man halt eine Indikation kriegt, was ein effektives biologisches Alter ist. Ich glaube, der große Unterschied zu was wir machen, ist halt effektiv, wir schauen uns das auf Tissue-Level an. Bei den epigenetischen... Entschuldige, ich versuche jetzt immer, ich unterbreche dich kurz. Ich übersetze einfach immer ganz kurz. Du bist so viel in den USA und das Thema hast du nur auf Englisch drauf. Beziehungsweise das ist für dich so der Automatismus. Deshalb sage ich jetzt, Tissue ist Gewebe. Ne? So, oder Organ. Entschuldigung, genau. Ja, und ich glaube, der große Unterschied ist effektiv, dass man mit der epigenetischen Uhr eine Indikation kriegt über das biologische Alter, über den ganzen Körper betrachtet. Nur die Frage ist jetzt, was macht man damit?
Und was wir machen mit Thiel oder aufgrund Tonys Research und seinen Kollegen, ist wirklich das auf Tissue-Level zu messen, also Gewebe-Level, um zu verstehen, wie altert unterschiedliches Gewebe. Und das gibt natürlich viel, viel mehr Insights. Das heißt, man kann viel, viel gezielter dann auch Lifestyle-Veränderungen oder Interventionen vornehmen. Insights heißt Erkenntnisse. Ja, und das fand ich jetzt erstmal wichtig für mich zu klären. Ich habe 2 epigenetische Tests gemacht. In beiden war ich freundlicherweise 6 Jahre jünger. Aber das ist ja nur so eine ganz allgemeine Aussage. Und das Revolutionäre jetzt an Thiel ist ja, dass ihr zu einzelnen, wie du sagst, Tissues, Geweben und Organen, dass ihr dazu Aussagen machen könnt, aber nicht wie die epigenetische Uhr über die Stoppschilder auf der DNA sozusagen, das biologische Alter ausmesst, sondern ihr geht ganz anders vor. Ihr messt Proteine im Blut. Und da sagte der Tony, ja, also es gibt so ungefähr 20.000 verschiedene und ihr messt ungefähr 5.000. Erstens, wieso gerade 5.000? Und zweitens, stimmt das denn überhaupt mit den 20.000 verschiedenen Proteinen? Ah, das ist so. Vielleicht noch einen Schritt zurück. Ich glaube, zu Tonys Research, wie das eigentlich begonnen hat, warum Proteine? Er hat mit vor etwa 10 Jahren eine Studie veröffentlicht. Da gibt es auch einen TED-Talk dazu, wo er ein Verfahren, Parabiosis nennt man das, verwendet hat. Er hat effektiv eine alte und eine junge Maus, Labormaus, zusammen genäht. Klingt ein bisschen verrückt. Und hat dann studiert, wie sich die Organe oder die Organismen in den 2 Mäusen verändert hat. Und das Erstaunliche war wirklich, dass die ältere Maus gewisse Organe oder Verjüngungserscheinungen aufgezeichnet hat und die jüngere Maus halt schneller gealtert hat. Und das war eigentlich so der Ursprung, warum Tony immer auch darüber spricht, Blood is the highway of information. Also all diese Informationen, all diese Gewebeinformationen fließen eigentlich ins Blut zurück. Und dann über die Proteine kann man halt diese Informationen entsprechend aus dem Blut rauslesen. Und Blut ist nach wie vor, das sieht man auch im Gesundheitswesen, wenn man irgendwas testen muss, dann wird oft über Blut gemessen. Und das sehen wir nach wie vor als the gold standard, den goldigen Standard in der Gesundheit. So, und jetzt, warum 5000 Proteine? Der menschliche Körper schätzungsweise hat etwa, oder Blut hat etwa Blutplasma, das ist die gelbe Flüssigkeit im Blut, hat etwa 20.000 bis 25.000 Proteine. Vor etwa 2 Jahren, als der Research begonnen hat, auch aufgrund des Papers von Tony, konnten wir 5.000 Proteine messen. Das ist plattformbedingt. Also es gibt verschiedene Anbieter, Proteine... Ja. Ah, plattformbedingt. Mhm. Plattformbedingt. Also es gibt verschiedene Anbieter, die diese Proteine messen. Und ganz einfach gesagt, die hatten nicht die Kapazität, mehr zu messen als 5.000 Proteine. Darauf basiert die Forschung oder die Forschung jetzt von Tony. In der Zwischenzeit, jetzt bin ich gerade von der JP Morgan-Konferenz in San Francisco zurückgekommen, das ist eine die größte Health-Konferenz in Amerika, wurde gerade mitgeteilt, dass einer dieser Anbieter jetzt 11.000 Proteine messen kann. Also eigentlich fast eine Verdopplung jetzt von diesen 5.000. Das wird natürlich weitergehen. Und ja, wir sind natürlich da sehr happy darüber, halt mehr Informationen zu kriegen und hoffentlich auch mehr Insights. Also muss man von vornherein sagen, diese Uhr wird sich wahrscheinlich noch verändern, weil ihr jetzt nur ein Viertel der Proteine, die im Blut kreisen, überhaupt auslesen könnt. Aber offensichtlich hat das schon so gut funktioniert, dass ihr auslesen könnt, das Alter von 11 Organen. Habt ihr die Organe ausgewählt oder habt ihr einfach geguckt, welche Proteine kann man da irgendwie zuordnen? Also welche kann man überhaupt auslesen? Also wie kam es zu diesen 11 Organen? Das ist eine gute Frage. Wir sind heute mit Thiel, haben wir 30 Algorithmen entwickelt, also für 30 Uhren auf Gewebeebene. Und wir haben natürlich, davon gehe ich aus, Tony und sein Team sich primär auf, ich sage jetzt mal, elementare Organe konzentriert, wie Herz,
Gehirn, Lunge, Niere, Bauchspeicheldrüse, dann aber auch Immunsystem, Muskeln, Herz-Kreislauf-System. Also was sind so die großen, ich sage jetzt mal auch Gesundheits- oder Krankheitstreiber, die auch sehr etabliert sind und die dann auch gewisse Indikationen über Krankheiten geben. Und es geht natürlich auch immer um Daten. Also man muss auch immer schauen, was für Kohorten. Kohorten sind Gruppen von Menschen, von welchen man eben Daten besitzt. Und neben der Anzahl Proteine ist es auch sehr wichtig, wie viele Datensätze man hat. Also Thiel hat heute, die Studie wurde auf etwa 5000 Datensätzen gemacht. Und wir haben jetzt über die Firma Thiel das auf über 80.000 Datensätze ausgebaut. Das heißt, man kann diesen Algorithmus einerseits anhand dieser Datensätze von möglichst vielen Personen entsprechend optimieren, neben der reinen Proteinanalyse. Also diese Kombination ist extrem relevant. Und dann innerhalb dieser Datensätze ist auch relevant, zum Beispiel hat man eine Blut- oder eine Proteindatensatz von einer Person oder hat man über 40, 50 Jahre im Idealfall Datensätze. Und das ist natürlich dann extrem spannend, weil man sieht, sage jetzt mit 20 Jahren hat man die erste Probe und dann entwickelt sich die Person übers Leben und ab einem gewissen Moment wird diese Person vielleicht krank und dann sieht man, wie sich das Proteinbild über diesen Zeitraum verändert hat und das wiederum ist für uns natürlich extrem spannend und relevant, um da weitere Insights zu kriegen. Also um das nochmal ganz tief zu verstehen, es geht um erstmal 80.000 Blutproben, ne? 80.000 Datensätze. Und wie kommt man denn dann an Blutproben von 20-Jährigen, die dann über 30 Jahre weiter beobachtet werden, bis sie 50 sind? Ihr habt ja jetzt 2 Jahre in diesem Projekt gearbeitet. Das heißt, ihr habt Datensätze, Blutproben aus Datenbanken bekommen, die dann schon so lange genau diese Proteine, das wundert mich eigentlich, dass diese riesige Fülle an Proteinen im Blut schon so lange bekannt ist, die also dann genau diese Proteine schon ausgelesen haben vor 20 Jahren. Das ist eine sehr gute Frage. Es sind natürlich Blutproben, die entnommen wurden, ich sage jetzt mal von einer Person von vor 20, 30 Jahren. Und dann hat man diese Blutproben genommen und danach eben Proteine und weitere Biomarker rausgelesen im Nachhinein. Also es ist nicht so, dass das schon vor 20, 30 Jahren passiert ist, sondern das wurde jetzt in einzelnen Studien in den nächsten 2, 3 Jahren erhoben, die Proteininformation. Und das sind Kohorten, das kann man sich so vorstellen, dass verschiedene Staaten oder Research Institutes, also Stanford hat auch eigene Studien, die dann entsprechend Blutdaten und Probanden erfassen. Und diese Studien oder Kohorten werden freigegeben für Research. Das ist relativ schwierig, an diese Daten dann auch ranzukommen, weil diese Kohorten, geht es natürlich immer um viel Geld, um diese Daten überhaupt zu erheben über so eine lange Zeit. Und diese Daten werden dann primär halt für Research-Zwecke freigegeben. Zum Teil ist es auch so, dass Pharma, Big Pharma, solche Studien mitfinanziert, um zuerst Zugang zu gewissen Daten zu kriegen. Also gibt es sehr unterschiedliche Ansätze. Wir schauen uns zum Beispiel auch an, wie wir haben auch eigene Daten erhoben und werden das weiterhin tun, mit verschiedenen Partnern zusammen. Also dass wir halt diesen Datensatz weiter kontinuierlich weiter ausbauen können. Also ich stelle mir vor, wenn ich in dem Institut von Tony Whiskerey arbeiten würde, zunächst erstmal diese Riesenarbeit, die Daten überhaupt zusammenzutragen, die von den verschiedenen Quellen zu kriegen, dazu die Finanzierung, um die zu kaufen etc. Das ist ja schon mal ein Megading. Aber jetzt kommen wir erstmal schon ein bisschen näher an letztlich die Funktionsweise dieser Uhr. Wie muss ich mir vorstellen, wie kriege ich überhaupt jetzt raus? Nehmen wir jetzt mal an, wir haben die Möglichkeit, 5000 verschiedene Proteine im Blut zu identifizieren. Wie weiß ich denn jetzt, welches Protein zu welchem Organ gehört? Welches zur Leber, welches zum Gehirn, zur Niere, zur Lunge, wo auch immer?
ich sage jetzt mal, aus diesen 5000 sind viele, viele Proteine nicht relevant. Also zum Beispiel das Gehirn, da geht es um etwa 200 Proteine, die relevant sind. Und spezifische Proteine sind bereits bekannt, auch über andere Medikamente, ich sage jetzt im Herz-Kreislauf-Bereich und so weiter. Da gibt es ganz klare Proteine, die identifiziert wurden. Spannend wird es dann, wenn wir halt Proteine entdecken, die einen ähnlichen Verlauf oder eine Korrelation zu den etablierten Proteinen aufzeigen. Und da geht natürlich die Suche weiter mit viel künstlicher Intelligenz, Rechenpower und mehr Datensätzen, um diese Modelle weiter zu verfeinern. Und das Ziel ist natürlich, die wenigen Proteine zu identifizieren, die dann wirklich relevant sind für das einzelne Organ und das einzelne Gewebe. Ja, das ist ja jetzt nochmal eine zusätzliche Herausforderung, gell? Dann hast du vielleicht, sagen wir jetzt mal fürs Gehirn, 200 Proteine, von denen du weißt, ja, die kommen aus dem Gehirn und aus denen können wir dann was auslesen, unter anderem auch das Alter. Aber manche sind besonders wichtig für das Gehirn und die Gehirngesundheit und andere laufen eben so nebenher. Wie habt ihr denn das gemacht, dass ihr jetzt rausbekommen habt? Die Proteine sind jetzt ganz besonders wichtig für den Algorithmus, um Aussagekraft für das Alter zu gewinnen. Also, wie man sich das vorstellen muss, ist, da gibt es diesen Haufen von Daten mit einerseits die Datensätze der Personen und dann, ich sage jetzt mal, wenn man das auf Organlevel sich anschaut, versucht man halt zu verstehen, über das Alter, wie haben sich diese Proteine verändert und ist das einheitlich bei den Personen? Es gibt natürlich immer Outliers, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Ausreißer. Mhm. Ausreißer, genau, Ausreißer. Die zum Teil sehr stark altern auf einem Organ. Ich habe da auch ein Beispiel dazu, worüber ich später sprechen kann. Also man versucht eigentlich eine Indikation haben, sagen, diese Proteine sind relevant für das Gehirn. Und danach geht es darum, das über die Datensätze halt zu verifizieren. Also können wir in der Masse zeigen, dass diese relevanten Proteine überall die wichtigsten sind, oder ist das, korreliert das dann eben nicht in der Gruppe? Und ich glaube, das sind sehr viel Handarbeit im Detail, halt wirklich diese Information zu finden. Bei diesem Punkt müssen wir einfach sagen, die moderne Molekularbiologie und Biochemie, die funktioniert nur noch mit Algorithmen und AI. Und da muss man einfach als Forscher ganz viel davon verstehen und auch Lust darauf haben. Aber wenn man dann die Ergebnisse sieht, ist es unendlich faszinierend. Lass uns mal ans Ende dessen gehen, was, bevor wir uns die Details nochmal anschauen, was jetzt auch in diesem Paper, das in Nature erschienen ist, für sehr viel Furore gesorgt hat. Lass uns das mal ansehen, was da jetzt rausgekommen ist. Man kann jetzt wirklich sagen, mit dieser Uhr kann man erkennen, dass Organe in unserem Körper unterschiedlich schnell altern. Das ist verrückt, oder? Also es ist interessanterweise, und wir haben jetzt gerade wieder Tests gemacht an der JP Morgan Konferenz, jede Person altert unterschiedlich schnell, das wissen wir, und unterschiedlich schnell auf unterschiedlichen Gewebe- oder Organlevels. Also es kann sein, dass eine Person ist ein Brain Age oder ein Gehirn, wie sagt man? Ja, einer, der zuerst im Gehirn altert. Genau, im Vergleich zu einer anderen Person, die das aufs Herz bezogen hat oder Bauchspeicheldrüse. Und das ist wirklich von einer Person zur anderen sehr unterschiedlich. Wie es auch in der Ernährung ist, wie es auch in verschiedenen Themen ist, halt jeder Mensch ist anders und jeder Mensch altert anders. Und ich kann dir dazu ein Beispiel erzählen von Steve. Das ist ein 30-Jähriger, der bei uns den Test gemacht hat und all seine Organe waren, ich sage jetzt mal, ein, zwei Jahre jünger, ein, zwei Jahre älter. Das ist mehr oder weniger so ein bisschen in der Bandbreite. Aber wir haben gesehen, dass seine Bauchspeicheldrüse 10 Jahre älter ist. Also wirklich ein Ausreißer. Und wir haben zuerst gedacht, das sei ein Fehler in der Datenerhebung und haben mit ihm gesprochen. Und er hat dann uns eben
gesagt, dass seine Familie eine chronische Bauchspeicheldrüsenkrankheit hat, um das eben zu erklären. Und man muss sich jetzt mal vorstellen, bei einem 30-Jährigen haben wir festgestellt, dass dieses Organ viel, viel schneller gealtert hat oder ist. Und das ist schon extrem beeindruckend, dass man das halt wirklich dann so genau sehen kann. Und wenn man natürlich das weiß, geht es darum, hier weitere Abklärung zu machen, Intervention zu machen, mit dem Arzt zu sprechen und so weiter, wie man da entsprechend entgegenwirken kann. Ah, das heißt ja auch in der Konsequenz, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird derjenige, der ein extrem gealtertes Organ hat, auch genau an einer Krankheit an diesem Organ sterben. Und deshalb ist es eine extrem wichtige Information. Es ist natürlich so, dass wir sehen beim Herzthema, wenn eine Person über 4-5 Jahre älter ist als das chronologische Alter, also es gibt immer das Geburtsalter, das chronologische Alter und das biologische Alter, dann erhöht sich das Risiko massiv, um halt an einer Herzkrankheit zu sterben. Ja. Und dann gibt es natürlich einen ganz kleinen Anteil von Personen, wo ein Organ, also 20% der Gruppe jetzt von dieser Studie, da gibt es ein Organ, also wie das Beispiel, das ich erzählt habe, das sehr stark gealtert ist. Das kann natürlich DNA oder familienbedingt sein, aufgrund der Gesundheitsgeschichte. Und auf der anderen Seite gibt es 2% der Leute, die dann auf diversen Organen sehr stark älter sind. Ja. Und wenn das passiert, dann erhöht sich das Sterberisiko auf ca. 15-50%, also eine massive Zunahme. Und kann man vielleicht noch mehr auslesen? Also wenn ich jetzt das Beispiel Niere nehme, da weiß man ja, es gibt bestimmte Risikofaktoren, die die Niere ganz besonders belasten und damit eben alt machen. Blutfettwerte, Blutdruck beispielsweise und vieles andere mehr. Kann man noch genauer eingrenzen, was das Problem der Niere dann in dem Fall ist? Also ich glaube, wir sind im Moment mit unserer Arbeit an dem Punkt, wo wir die Niere identifizieren als beschleunigte Alterung. Und danach geht es wirklich darum, mit dem Arzt zu sprechen und zu schauen, was für genaue spezifische Tests, etablierte Tests man jetzt weiter vornehmen muss, um da weiter reinzuschauen. Über die Zeit hoffen wir natürlich, da mehr Insights zu kriegen mit mehr Datensätzen. Nichtsdestotrotz müssen wir ganz klar sagen, das ist ein groundbreaking Research und das sind wirklich, sagt man, Beginn des Proteinzeitalters, würde ich das nennen. Bahnbrechend ist es bahnbrechend, das, ja. Bahnbrechend. Und man muss das auch wenn ich mit Toni darüber spreche, ich meine, vor 5 Jahren wäre dieser Research einfach nicht möglich gewesen, weil die Datenmenge so unglaublich groß ist, da hatte man die Rechenpower einfach nicht dazu. Und mehr Datensätze, mehr Proteine man messen kann, mehr Rechenpower, da sind wir natürlich am Anfang einer riesengroßen Bewegung und wir sind natürlich da very, very excited about. Ja, ihr seid extrem begeistert. Ja, und natürlich aufgeregt. Sag mal, nochmal zurückzukommen auf die genaue Messmethode. Habe ich das richtig verstanden? Es geht halt um unendlich große Datenmengen. Und das Wichtige dürfte aber auch sein, dass diese Datenmengen aus den verschiedenen Altern von Menschen stammen. Nehmen wir jetzt weiterhin die Niere. Also von einem 20-Jährigen, von einem 30-Jährigen, 40-Jährigen, 50-Jährigen, 60, 70, 80, 90. Und dann liest sozusagen der Algorithmus aus, welche Proteinmuster für dieses Organ alterstypisch ist. Und dann kann man das eben zuordnen. Ein 30-Jähriger, der ein typisch 40-jähriges Proteinmuster der Niere hat, hat ein um 10 Jahre gealtertes Organ. Und wenn der 30-Jährige das 30-jährige Proteinmuster hat, dann ist es okay. Ist das richtig? Also man muss sich das so vorstellen, wir versuchen Benchmarking, wie sagt man, ich sage jetzt mal... Maßstäbe. Maßstäbe. Ich mache einen Proteintest und kriege gewisse Proteinwerte. Und diese Werte werden dann mit unseren Algorithmen, die wir entwickelt haben, verglichen.
bin ich jetzt ein Ausreißer, bin ich in der Bandbreite wie die meisten gleichartigen Personen. Und so versucht man natürlich, Indikationen zu kriegen, wie sich mein Alter jetzt auf diesem Organ entsprechend verändert. Und man muss immer sagen, es ist sehr relevant, was hat man für eine Datenlage. Also wenn man das mit 1000 Menschen misst oder macht, hat das natürlich eine andere Aussagekraft, als wenn man das mit 10 Millionen Menschen macht. Also diese Modelle, diese Bandbreiten optimieren sich permanent über diese Datensätze. Und das ist schlussendlich relevant. Und ich sage jetzt mal, dass wir diese 80.000 Datensätze heute haben, ist bereits eine sehr gute Anzahl von Kohorten. Also das heißt, wir können diesen Algorithmus weiter verfeinern. Das heißt aber auch, dass ihr eure Organuhr immer noch weiter zuspitzen, schärfen, besser machen werdet. Ist sie denn überhaupt schon praktisch einsetzbar und wird sie schon praktisch eingesetzt? Mit praktisch meinst du? Ja, also dass man wirklich schon misst, dass man zum Beispiel, wenn jemand im Krankenhaus ist und man nicht genau weiß, was ist denn mit dem, dass man mal erstmal guckt, wie alt seine Organe sind. Ich glaube, das ist noch sehr früh. Wir sind wirklich zu Beginn der Proteinmessung. Und es gibt verschiedene Faktoren, die das noch verhindern. Einerseits Kostentreiber. Also es ist relativ kompliziert, das noch zu messen. Es ist sehr teuer. Es kostet ein paar tausend Euro, um das überhaupt messen zu können. Und gerade im Gesundheitsbereich sind natürlich solche Kosten nicht tragbar, wenn man die Probleme kennt, die das Gesundheitssystem heute hat. Wir glauben aber, in der Zukunft wird das möglich sein, wenn man auch vielleicht nicht mehr eben 5.000 oder 10.000 Proteine messen kann, sondern nur noch die relevanten. Also wir erwarten, dass da über die Zeit, über die Jahre die Kosten sich reduzieren werden und der Test an sich einfacher wird und hoffen, dass das natürlich in der Breite eingesetzt wird. Im Moment arbeiten wir mit verschiedenen Partnern, ich sage jetzt im Premium-Sektor in Amerika, in Asien, in Europa, wo wir diese Tests einsetzen, aber das ist wirklich sehr früh und sehr selektiv. Premium-Bereich heißt also zum Beispiel in Longevity-Kliniken, wo Privatpatienten privat bezahlen. Ja, also wir arbeiten zum Beispiel in Amerika mit einem Concierge-Doktor. Das ist ein Doktor, der 200-300 Patienten betreut im Premium-Bereich. Und der versucht natürlich, ich habe gerade gestern wieder mit ihm gesprochen, der versucht natürlich alles präventiv zu machen, auch für seine Kunden. Und er hat jetzt unseren Test bereits eingesetzt und mit ihm werden wir jetzt die Zusammenarbeit weiter ausbauen. Und er übersetzt dann quasi unsere Testresultate dem Endkunden und versucht dann weitere Tests zu machen oder eben Interventionen entsprechend dann zu empfehlen aufgrund dieser Tests. Das sind natürlich astronomische Summen, die da wahrscheinlich diese Privatpatienten bezahlen. Ist ja gut, sie bringen das ganze System nach vorne. Aber wann wird denn so ein Test, vergleichbar jetzt mit dem epigenetischen Test, wann wird denn so ein Test übers Internet bestellbar sein? Ich kann mir dann, ja gut, ich muss wahrscheinlich schon eine ordentliche Blutprobe einschicken, aber kann es dann doch einigermaßen finanzieren und gucken, habe ich ein gefährdetes Organ? Wann wird das soweit sein? Also wir sehen das sehr ähnlich wie in der ganzen DNA-Sequencing-Entwicklung. Also zu Beginn hat das Millionen gekostet. Und dann über die Zeit mit 23andMe und anderen Anbietern ist das natürlich massiv runtergekommen. Wir glauben, in ein paar Jahren werden wir soweit sein. Wir sind auch in andere Firmen investiert, die so Blutabnahme at home, also so zu Hause ermöglichen mit schmerzfreien Blutabnahmegeräten und so weiter. Und wir glauben, dass in ein paar Jahren werden wir soweit sein, wird aber noch ein bisschen dauern. Und diese Biomarkermessung durch Proteine im Blut, da sagt man ja auch Proteomics dazu, da ist doch bestimmt noch sehr viel mehr Musik drin. Du als Gründer von Startups und auch sehr guter Verkäufer von Startups,
Was wird denn da vielleicht noch in einer ganz anderen Richtung kommen in Sachen Proteomics? Einerseits natürlich die Datenlage. Ich glaube, das wird spannend sein, also dass man halt mehr Insights erkriegt, zum Beispiel messen, Intervention, und das kann sein Medikament oder das kann sein Lifestyle Changes, also Ernährung oder Bewegung und so weiter. Also wie ist die Messbarkeit dieser Intervention? Da sind wir natürlich, machen wir jetzt erste Erhebungen, ist aber noch früh. Wiederum geht es halt hier darum, was für Datensätze man hat. Leider ist es auch so, dass man halt sehr viel Datensätze hat. Wir haben ein Sick Care, wie sagt man, ein Sick Care, sagen wir auch. Also genau. Wirklich einen Kranken. Ein Kranken. Wir messen nicht den Gesundheitszustand, genau, sondern den Krankheitszustand. Heute messen wir Krankheit, und unser ganzes System ist darauf ausgelegt. Und auch diese Kohorten, also diese Gruppen von Datensätzen, wird natürlich primär im Krankheitsbereich gemessen. Und was für uns natürlich spannend ist, wir wollen eigentlich möglichst viele gesunde Menschen messen und wie die unterschiedlich altern und was die halt für unterschiedliche Dinge tun, ob die Medikamente nehmen, wo sie leben und so weiter, und wie hat das einen Einfluss auf den Alterungsprozess. Und das ist für uns natürlich extrem relevant. Und dann sehen wir natürlich auch gewisse Gruppen, die dann krank werden, leider. Und wir versuchen natürlich zu verstehen, wo müsste man ansetzen, welche Proteine haben sich früh verändert, um das bereits zu erkennen. Also im Parkinson-Bereich zum Beispiel, da haben wir auch Indikationen, um früh messen zu können und dann eben auch den Verlauf der Krankheit messen zu können. Das finde ich einen super spannenden Ansatz. Bisher wird ja in Longevity-Centern häufig die epigenetische Uhr eingesetzt, und man bekommt dann so einen ganz allgemeinen Eindruck über das biologische Alter, und dann gibt man bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, man gibt Empfehlungen für Sport und Schlaf und vieles andere und misst dann ein halbes Jahr später nochmal mit der epigenetischen Uhr und sagt dann, ey, das hat was gebracht, du bist 2 Jahre jünger. Und manche aus der Wissenschaftsszene lächeln da und sagen, na ja, das mag für die Blutzellen, in denen gemessen wird, oder Speichel gelten, aber wer weiß, ob das für den ganzen Körper so gilt. Während ihr dann messen könntet, ich gucke mir mal das Alter von meinem Herz und meiner Niere und meiner Leber an, und dann mache ich das und das und das und das, vielleicht auch ein paar sehr unterstützende, gezielte Medikamente, und dann messe ich nochmal. Und das hat doch eine ganz andere Aussagekraft. Absolut, absolut. Und ich glaube, das ist ja schlussendlich, woran wir glauben, dass relevant ist, auch wenn man Versicherungsmodelle dann anschaut, was hilft halt effektiv. Und bin auch schon lange in diesem Biohacking, Longevity-Bereich zu Hause, habe viel investiert in dem Bereich, und man sieht halt einfach, das weißt du auch, Nina, sehr viel Versprechen. Es ist auch schwierig für den Endkunden zu verstehen, was hilft und was hilft jetzt eben nicht. Und dann gibt es wieder neue Trends wie Supplements oder was als entsprechend angeboten wird. Und wir versuchen natürlich datenbasiert Informationen zu erheben, wo es dann wirklich darum geht, wir können das effektiv messen. Und ich glaube, dass Messbarkeit ist in all diesen Maßnahmen extrem relevant. Und ich glaube, so ist ja auch die ganze Pharmaindustrie schlussendlich aufgebaut. Kann man effektiv messen, eine Verbesserung, eine Veränderung messen, und da muss, glaube ich, auch der ganze Longevity-Bereich hin. Mhm, und da war euer Tool sehr interessant. Hast du selber gemessen, deine Organalter? Ich habe selber gemessen, ja, absolut. Und? Das kann ich natürlich so jetzt nicht sagen. Nein, ich hab gewisse Organe, die leicht beschleunigt sind, wo ich bereits jetzt gewisse vertiefte Messungen vornehme und versuche da entsprechend gegenzuwirken. Aber nicht so, dass ich jetzt da massive Ausreißer hätte. Ja, aber das bringt einen zum Nachdenken, Thiel Omics. Absolut. Ich bedanke mich, Markus Okumus, Co-Founder von Thiel Omics. Großartig, merci. Klassisch, vielen Dank, Nina. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Weitere Informationen findest du wie immer in den Shownotes.
Wenn du etwas in dieser Folge gelernt hast und diesen Podcast unterstützen möchtest, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Damit hilfst du mir und anderen Zuhörern, dass dieser Podcast und seine Inhalte leichter gefunden werden. Besuch mich auch auf meinen anderen Kanälen bei Instagram, TikTok, Facebook oder YouTube. Ich freue mich immer über Feedback und weitere Fragen von dir. Alles wird gut, aber nicht von alleine.